Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Star Stable mit der Kadi und der wahren Kuh. Denn ihr habt alle gesagt, dass die Kuh eigentlich Rosi heißt. Und von daher müssen wir Bertha die Moorland-Kuh in Rosi die Moorland-Kuh umnennen. Ist ja quasi immerhin dieselbe Anzahl der Buchstaben. So. Kadi, willst du die qualvolle Aufgabe übernehmen, die Kuh zu exekutieren? Oder nein, pass auf, ich habe eine bessere Idee. Pass auf, jetzt, Kadi, jetzt kommt's. Willst du meine Mega-Idee sehen? Guck mal kurz her zu mir. Sofort. Das ist der Masterplan. Nein, schau mal die Kuh an. Ja. Drei Blöcke nach vorne, okay. Eins. Zwei. Eins, zwei. Nee, eins, zwei, ja. Hauptsache, Fabi macht wieder Blödsinn. komm, der Plan war mega gut. Ja, aber cool. Ja, aber so überlebt sie wenigstens. So ist quasi Bertha die Moorland-Kuh, ist die geheime Kuh, die unter Rosi der Moorland-Kuh steht. Und niemand kann uns das Gegenteil beweisen, denn wer weiß schon, wie es unter der Moorland-Kuh aussieht. Pass auf, da gibt's bestimmt irgendeinen Bug, dass du dich in den Boden bangen kannst. Das sollte mich nicht wundern. Übrigens, Moment, wo ist der Creeper hin? Stand hier nicht eben noch ein Creeper? Doch, der ist da drüben. Er ist auch im Boden versunken. Es wurde uns ja gesagt, wir sollen mal in den Dachboden schauen. Und es kann gut sein, dass hier oben nämlich... Ja. Kadi, das Haus ist extrem gefüllt mit Monstern. Da sind die ganze Zeit die Monster gewesen, dass wir darauf nicht gekommen sind. Weil unser Haus etwas hohl ist innen. Es sind zwar nicht so viele drin, ja, aber hier kamen die Geräusche also her. Ja. Dass wir darauf nicht gekommen sind. Oh. Weil das war ja im Endeffekt wahnsinnig offensichtlich eigentlich, aber dass wir das nicht gesehen haben... Manchmal sieht man das Offensichtlichste gar nicht. Ich wollte gerade sagen, manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht. Ja, oh Mann. So, jetzt dürfte das aber erstmal so einigermaßen behoben sein. Ich finde, wir haben schon echt ganz gut was geschafft hier bei der ganzen Situation, bei der ganzen Sache. Wir haben schon die Kuh, jetzt bauen wir mal diese Wand hier. Ist die einfach nur hochgezogen eigentlich, die hier ist? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es gerade echt nicht im Blick. Ich sollte den bei Star Stable aufmachen. Welche Wand? Die hier, das hier, diese Steinmauer. Ach so, ja. Also soll ich die einfach nur nach oben ziehen, so? Ja, würde ich jetzt schon sagen. Hat die muss auch immer mal wieder raustappen. Du darfst aber nicht hier ansetzen. Nein, Fabi, nein. Ich dachte, du meinst hinten die Außenwand. Nein, das hier ist doch ein Haus. Ich hab... Aber dann die hier hinten. Nein, auch nicht. Aber das habe ich dich doch gefragt. Ja, ich dachte, du meinst die Außenwand. Das macht ja gar keinen Sinn. Das hier ist alles ein Haus. Wie sieht denn das dann aus? Das kann ich dir schlecht beschreiben. Okay, dann fliege ich einfach nur in der Gegend rum und gucke, dass ich an diesem Dach hier weiterbaue. Wobei ich auch nicht da weiß, wie es aussieht. Aber hey, Moment, gucken wir mal so. Das kriege ich schon hin. Ich baue das jetzt einfach nach Gefühl, so wie es normalerweise aussehen würde. Aber daran hält sich Star Stable ja leider nicht. Deswegen wird es wahrscheinlich komplett falsch aussehen. Weil ich glaube, nach Gefühl bauen ist bei Star Stable das Schlimmste, was man machen kann. Moment, wie viele Felder sind das immer? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und danach 3 immer. 1, 2, 3. Hep. 1, 2, 3. Hep. 1, 2, 3, hep. 1, 2, 3, hep. So. 4, 5, 6. Verdammt, das sind jetzt 6. Ärgerlich. Ach, Menno. Das passt schon so. Das fällt niemandem auf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich glaube, wenn ich das nicht immer erwähnen würde, würde das auch niemandem auffallen. So. Richtig. Dann machen wir das quasi spiegelverkehrt. Ihr könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben,
Wie sieht denn das Dach nochmal hier aus von der Scheune? Ist das einfach nur so ein bisschen Holz? Ich glaube schon, dass das einfach nur so Holz war. Aber ich bin da gerade, man hat teilweise so ein gewisses Bild im Kopf, aber dann denkt man sich teilweise so, wie mache ich denn das jetzt am besten? Das ist teilweise wirklich schwierig, dass man sagt so, ja genau, so und so ist das, aber huch. Eins nach oben, zwei nach drüben, so. Ich muss auch sagen, Molland ist tatsächlich ein Ort, wo ich mich jetzt nicht so oft aufhalte einfach. So, okay. Also ich weiß auf jeden Fall, dass normalerweise das Ganze ein bisschen mehr gewölbt nach oben geht. Das heißt im Umkehrschluss, dass es... Ja, das ist wie so eine, wie diese Scheunen in Amerika. Die sind ja auch eher so nach oben so gebogen. Das heißt auch, dass normalerweise in dem Fall das Holz... Wie mache ich noch? Wie macht man das dann am besten? Vielleicht mit Treppen? Ich glaube, Treppen ist da das Beste, ja. Moment, bin ich jetzt hier genau auf der Linie? Scheint so. Und dann... Vier. Muss mir hier auch nochmal anschauen. Muss mir auch nochmal anschauen, wie dieser Torbogen, wie das von innen aussieht. Es ist doch nie im Leben auf derselben Höhe. Eins, ach, das sind drei nur. Ah, okay. Das erklärt einiges. Manchmal habe ich so einen Mega-Knick in der Optik. Das ist echt schlimm. Komm vor. So. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass das Ganze ungefähr gespiegelt ist. Wenn es das nicht ist, dann habe ich auch ein Problem. Aber egal. Machen wir einfach mal so, als wäre das gespiegelt. So. Ich habe dich schon ehrlich gesagt auch noch nie von hinten gesehen, wirklich. Ja, wer guckt die sich auch an? Das Einzige, was man da findet, ist ein Stern. Das stimmt. Ich glaube, den habe ich auch, ja. Ich habe viele Sterne so im Vorbeilaufen teilweise gesehen. Ich habe, glaube ich, dafür, dass ich nicht danach gesucht habe, habe ich verhältnismäßig viele. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele ich habe. So. Ja, aber die bewirken halt auch einfach nichts. Ne? Das macht, du kriegst keinen Erfolg dafür, du kriegst gar nichts dafür. Ja, ich würde es nach wie vor würde ich es cool finden, wenn sie als Belohnung ich würde irgendwie so, ein Set oder sowas. Ich würde es so machen, dass man einfach sagt, okay, du kriegst mit 10 Sternen, schaltest du das frei, mit 20 Sternen schaltest du das frei. Ja. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube nicht, dass das überhing. Moment, das haben wir ja nicht hier für ein Holz genommen. Was ist das nochmal genau? Das ist Schwarzeiche, okay. Für mich sieht das echt aus wie Eiche, muss ich sagen. Fichte. Schwarzeiche, Treppe da. Okay. Jetzt wird es natürlich wieder erstmal dunkler. Muss ich mal was testen. Ich hoffe sehr, sehr viel diese Folge. Nicht. Das ist die Frage. Schau mal, Kali, wenn ich das jetzt so außen rund mache, wäre das eigentlich, glaube ich, zu schmal. Man könnte überlegen, ob man das Ganze immer mal wieder eins höher zieht. Also so hier. Ja. Dass es mehr nach oben geht. Aber dann ist es, glaube ich, zu hoch hier nach oben. Nee, wir müssen das so flach lassen. Aber wenn wir das nämlich nicht machen, dann haben wir das Problem, dass das Ganze dann überhaupt nicht mehr mit dem Eingang von uns übereinstimmt. Weil weißt du, dann würde das so ewig nach oben gezogen sein. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Dann würde es von der Rundung her passen, aber nicht mehr von der Form her. Also wir nennen das Ganze hier künstlich interpretiert unsere Version. Ich überlege gerade, das waren hier, oh, diese Barrier-Blöcke hier, die nerven aber beim Bauen. Das waren hier 33 Blöcke, eine Seite. Welche Barrier-Blöcke meinst du? Um die Kuh drumrum. Achso. Die Kuhblöcke. Ich muss selber gerade mal überlegen, wie wir das obere dann machen.
Also wie flach quasi die Scheune ist. Guck's noch mal ganz kurz her. Schau mal, ist es so von der Rundung her oder anders? Guck sofort. Ah, diese Barrierblöcke. Ja, wenn man das so macht, dann läuft das doch oben recht rund zu. Das geht doch so leicht. Mal den hier weg noch, gut. Oder? Also hier, das so, so ist das jetzt ist falsche Farbe, ich weiß, aber mit dem hier oder ohne den so? Ich find's fast mit besser, ja. So. Dann würde ich aber das Ganze doch noch eins nach vorne ziehen, und zwar hier. Guck, so würde ich es lassen. Sofort. Ja. Dass es ein bisschen flacher ist, als wenn man es ganz so laufen lässt. So. Die Hexe ist Max, die Hexe mag es nicht. Das ist wieder motzig. Die Hexe mag gar nichts. Ja, das stimmt. Wir hätten die Kuh später machen sollen. Wenn ich hier jetzt irgendwas umbaue, reiße ich die ganze Zeit die Barrierblöcke ab. Ja, dann mach doch die Barrierblöcke nochmal weg. Dann kommt halt die True and Only Kuh dann nochmal danach. Dann mach die Kuh erstmal nochmal weg. Ich habe jetzt, glaube ich, schon einige Blöcke weggehauen. Also entweder bleibt die Kuh da und wir haben Glück, oder sie rennt weg und dann setzen sie halt neu. Nein, die Kuh rennt weg. Die Kuh rennt weg. Ja. Bewegt sich. Oh nein. Wie konntest du nur, Kadi? Das war unsere einzige Kuh. Gar nicht. So. Machen wir noch schauen, ob man nach oben das ein bisschen mit Fichte zusammenlaufen lässt. Wo waren denn die Fichten? Das ist ja keine Fichte. Schwarzeichenstufe. Da. So, schau mal, was meinst du so? Moment. Ja, sieht doch gut aus so. Okay. Form ist doch super. So passt es auch sogar schon deutlich besser als davor. Ich dachte erst, eigentlich das passt sogar so ganz gut. Solche Sachen zu bauen, das ist halt unheimlich schwer, wenn du erst irgendwie, bei sowas müsste man fast zuerst im Dach anfangen, ansonsten wird es immer schwierig mit dem Maßstab. Das stimmt. So. Ja, haben wir noch so ein Gerüst hier schon mal. Huch. Das hilft dann nämlich. Ah, die Sonne geht unter. Ach genau, ich wurde ja auch noch gefragt, wie das Ganze ohne Shader aussehen würde. Das kann ich auch gleich mal zeigen. Ich sag's von vornherein, das hier wird nicht aufgehen, so wie ich das baue, dass das 1:1 so aussieht wie in Moorland. Ja, wir haben ja schon gesagt, das ist quasi künstlerische Freiheit. So sieht das jetzt echt aus wie so ein bisschen so ein Baugerüst, finde ich ganz lustig. So, okay. Machen wir dann den Shader aus. Aber ich finde das so. Sieht das echt schon eigentlich ganz geil aus hier. Auch so zum Wohnen finde ich das eigentlich schon eine ganz schöne Stelle, wenn man das selber so baut. Zum drin leben. Mhm. So, Optionen: Grafikeinstellungen, Shader-Effekte aus. Aber jetzt kriegt ihr gleich den mega Grafik-Schock. Es lädt immer kurz, weil der Shader ziemlich lange. So, und so sieht das Ganze ohne Shader aus.
ändert sich quasi von der generellen Optik gar nicht so viel. Außer, dass man halt sieht hier die ganzen Sachen vom Texture Pack. Wenn man das Texture Pack jetzt kommt, nämlich auch noch ausmacht, dann ist es, oh mein Gott. Wundert euch nicht, dass es inkompatibel ist, weil ich habe das 1.10er noch drin, funktioniert aber dennoch. So sieht das Ganze dann quasi ohne alles aus. Das ist schon ein Heidenunterschied dann. Genau, es kommt dann immer eine Fehlermeldung, wenn man das reinmacht, das veraltete Texture Pack, aber das heißt nur, falls neue Blöcke drin wären, würde das Ganze nicht angezeigt werden können teilweise. Genau, also es funktioniert eigentlich immer. Solange nicht irgendwelche elementaren Blöcke geändert worden sind, funktioniert es immer noch. Also es ist quasi so, dass wenn halt nicht wirklich, es gab mal Add-ons, da sind dann teilweise wirklich krasse Blöcke geändert worden und da war das dann auch echt ein Problem. Aber ansonsten ist das überhaupt nicht schlimm, wenn man da ein älteres Pack nimmt. Das zeigt er dann nur die neuesten Blöcke nicht an und das ist hier in dem Fall für das, was wir machen, völlig egal. So. So, hier hinten muss noch ein Fenster rein. Jetzt haben wir schon unser wunderschönes Gerüst hier. Also ich finde, langsam kann man es wirklich erkennen, was es werden soll. Das stimmt, ja. Ich überlege gerade, hat das drinnen noch großartig Verstrebungsbalken? Ich glaube, mehr als die Balken mache ich nicht rein, die wir gerade hier drin haben. Ja, also dann ist es im Endeffekt, müsste man nur überlegen. Also eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch reinmachen, die, glaube ich, nicht im Morlandstall drin ist. Weil das hier oben, dieses, wo der Haken hing, das muss ja irgendwo reinführen. Und ich bin mir nicht sicher, ob im Morlandstall dahinter ein Weg ist. Weil wo soll denn das hinführen, weißt du? Wenn hier das oben reingebracht wird, dann muss ja dahinter theoretisch auch ein Gang sein. Und ich glaube, der ist im Morland nicht vorhanden, oder? Oder vertue ich mich da gerade? Wenn man im Morland. Ich muss mal gucken, wenn ich in den Stall reingehe und nach oben gucke, müsste ja theoretisch was sein. Muss ich mir echt mal angucken. Ich habe ja im Morland gespeichert und meine Güte, warum schwebt denn die Kuh hier? Achso, die ist den einen Block hochgelaufen, den du entfernt hast. Genau, und jetzt haben wir ja quasi eine Urban Myth, also eine Legende erschaffen, dass nämlich unter Rosi, der Morland-Kuh, im Boden Bertha, die Morland-Kuh, lebt. Oh Mann, schau, ich habe ein Fenster hinbekommen. Hut, 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 hut. Klick, klick. So, damit verabschieden wir uns aber auch für heute. Sieht doch schon echt schnieke aus. Gefällt mir richtig gut so. Ich finde, das sieht tatsächlich... könnte man in dem Stil auch mal Star... Ist das echt eins höher hier als der Rand eigentlich? Ja. Könnte man echt in dem Stil so Star Stable handhaben? Würdest du es optisch so besser finden, wenn Star Stable in diesem Grafikstil wäre? Ich weiß nicht. Ich finde es auf jeden Fall anders, aber auch irgendwie ganz cool. Oder? Ja. Gut, damit verabschieden wir uns dann aber für heute. Sehen uns am nächsten Mal wieder. Macht's gut. Das Pferd rotiert. Ciao, ciao. Tschüss.